Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ja, endlich ist es soweit. Ihr habt so oft nachgefragt, wann kommt denn endlich das nächste YouTube-Video? Und jetzt ist es soweit. Hier ist es. Und ich habe mir gedacht, da in letzter Zeit sehr, sehr viele Fragen auf mich zukamen, wird das Ganze hier einfach mal ein Q&A. Und ich beantworte heute einfach mal eure Fragen, die euch auf dem Herzen liegen. Und ich denke, da gibt es einige Fragen, die sehr viele von euch interessieren. Ich würde einfach mal sagen, let's go! Die Leute, die meinen Instagram-Post oder auch das ein oder andere TikTok gesehen haben, wissen bereits, dass ich in einem Monat ins Ausland gehen werde. Und zwar für ein halbes Jahr. Ich werde zuerst nach Südafrika gehen und dann noch nach Andalusien, jeweils 3 Monate. Und die erste Frage, die dazu ganz häufig kam, war, wieso gehst du überhaupt ins Ausland? Du studierst, du hast ein Pferd, du hast hier dein Leben, warum gehst du weg? Diese Frage ist ganz einfach zu beantworten. Ich habe nächstes Semester Praxissemester und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt nicht mal fortgehe und mal ins Ausland gehe, wann soll ich in meinem Leben sonst noch irgendwie weggehen? Wenn ich später mal einen festen Job habe oder noch mehr Pferde oder weiß der Geier was, dann ist es einfach nicht mehr so einfach, einfach mal zu verschwinden, und deswegen werde ich jetzt gehen. Wie die meisten von euch wissen, studiere ich ja Pferdewirtschaft. Das heißt, ich werde auch in meinem Praxissemester im Ausland sehr, sehr viel mit Pferden zu tun haben, was die nächste Frage beantwortet, ob ich die Pferde hier nicht vermissen werde. Selbstverständlich werde ich meine kleine Ponymaus vermissen. Zu der Frage kommen wir aber später noch, was mit ihr passiert. Die wohl meistgestellteste Frage überhaupt. Aber ich werde sehr, sehr viel mit anderen Pferden zu tun haben. Und daher werde ich Pferde an sich natürlich nicht vermissen, weil ich sie den ganzen Tag um mich rum habe. Ich habe noch ganz, ganz, ganz viele weitere Fragen bezüglich meines Auslandsaufenthaltes. Auslandsaufenthalt. Da ist es. Ihr habt mir noch ganz, ganz viele weitere Fragen bezüglich meines Auslands. Also jetzt kriege ich aber gleich die Krise. Auslandsaufenthalts. Okay, ich sage einfach Reise. Okay, nein. Ihr habt mir noch ganz, ganz viele weitere Fragen bezüglich meiner Reise gestellt. Okay, wir lassen das einfach komplett raus und ich sag einfach was ganz anderes. Ich habe mir vorgenommen, euch auf meiner Reise einfach mitzunehmen. Ich will euch noch zeigen, was werde ich alles mitnehmen, weil es ist nämlich gar nicht so einfach. Reitstiefel, Reithelm, kompletten Reitklamotten und normale Klamotten, alles für ein halbes Jahr in einen Koffer zu bekommen. Ich weiß, ganz viele andere haben das auch schon geschafft, aber wer mich kennt, der weiß, ich packe eh immer viel zu viel ein und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das irgendwie regeln soll. Eine weitere Frage, die mir vor allem auf Instagram in letzter Zeit sehr, sehr häufig gestellt wurde, die ich aber nie beantwortet hatte und auch eigentlich keine Lust hatte, die zu beantworten, ist die Frage, bist du noch mit deinem Freund zusammen? Die Frage möchte ich einfach kurz und knapp beantworten. Nein, wir sind nicht mehr zusammen und ich möchte aber da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Es ist einfach so, ja. Kommen wir nun zur Frage der Fragen, die mir wirklich ungelogen über 600 Mal auf TikTok gestellt wurde. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt. Ja, ist die Frage, was passiert mit deinem Pony? Verkaufst du dein Pony? Nimmst du es mit? Was ist mit deinem Pony? Ich glaube, ich habe da etwas für Verwirrung bei euch gesorgt. Natürlich verkaufe ich mein Pony nicht, nur weil ich 6 Monate lang ins Ausland gehe. Ich werde mein Pony auch nicht mitnehmen können. Ich glaube, das wäre für Emma das Schrecklichste, was für sie passieren könnte. Da würde sie wahrscheinlich noch lieber verkauft werden, als dass sie plötzlich von hier nach Südafrika mitgenommen wird und dann 3 Monate später wieder nach Andalusien. Anderes Klima, andere Umgebung, um Gottes Willen. Also ich glaube, damit würde ich ihr auf gar keinen Fall einen Gefallen tun. Deswegen kommt sie natürlich auch nicht mit. Jetzt aber, um die Frage zu beantworten, was passiert mit Emma? Im Grunde wird mit Emma überhaupt nichts passieren. Sie wird in ihrem gewohnten Stall bei ihren gewohnten Freunden bleiben und alles bleibt wie bisher, nur dass ich einfach nicht da bin. Ich habe eine ganz, 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 ganz tolle Familie und wunderbare Freunde, die sich fabelhaft um Emma kümmern werden, das weiß ich. Und Emma wird es super gehen. Sie wird wahrscheinlich umsorgt, von vorne bis hinten gekuschelt, bis sie nicht mehr kann, gefüttert. Ich weiß jetzt schon, wenn ich wiederkomme, wird das Pony wahrscheinlich etwas kräftiger sein. Und ich glaube, Emma wird gar nicht merken, dass ich so lange weg bin, weil so viele tolle Menschen sich um sie kümmern. Ich werde mein Pony natürlich schrecklich vermissen und gefühlt vermisse ich sie jetzt schon. Jeder von euch, der Tiere oder auch Pferde hat, der weiß, wie sich das Ganze anfühlt.
Aber ich weiß einfach, dass Emma in super guten Händen sein wird und dass ihr es an nichts fehlen wird. Und deswegen kann ich auch mit einem guten Gewissen ins Ausland gehen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal für die ganz, ganz, ganz tolle Unterstützung von meiner Familie und von meinen Freunden bedanken, weil ihr wisst, ohne euch wäre es für mich nicht möglich. Ohne euch könnte ich nicht mal für ein paar Wochen weggehen und nun gehe ich für ein ganzes halbes Jahr weg. Und ich danke euch so, so sehr dafür, dass ihr mir diese Chance ermöglicht und ich habe euch alle ganz doll lieb. Guck mal. Schau mal da, Kamera. Den kleinen Stinker werde ich natürlich auch vermissen. Die nächsten Videos werden sich rund ums Thema Auslandsaufenthalt drehen. Wow, ich habe es richtig gesehen. Gut, das war mein Kader. So ihr Lieben, das war es auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch die wichtigsten Fragen beantworten. Es waren zumindest die Fragen, die am meisten unter meinen letzten Videos oder unter meinen letzten Bildern standen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare, dann werde ich auf jeden Fall noch einen zweiten Teil drehen. Und dann hoffe ich, dass ihr mich auf meiner Reise hier auf YouTube, auf TikTok und auf Instagram begleiten werdet. Und sag ciao, bis zum nächsten Mal.